Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Let's Play YouTube-Kanal. Ich möchte euch Einblick geben in das Game, wo ich aktuell im Game bin, also nicht so lange. Hideo Kojima Game Production, Death Stranding heisst es, für PS4. Und natürlich für PS4 Pro, wo ich so auf dem Game bin. Mit 4K und HDR-Unterstützung. Es ist genial wie ein Morgen, es geht ja ab wie das Zäpfchen. Nachher ist es mit den richtigen Schauspielern produziert worden, hinten drauf, seht ihr sie. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Verbinde eine zerklüftete Gesellschaft und rette die Menschheit. Das ist also eine Kurzstory, Zusammenfassung. Ist auch nicht viel beschrieben, aber ich komme selber auch nicht ganz mit, aber die Story wüsste ich selber noch ein bisschen reinkommen. Aber ihr seht es dann, wenn ich im Game bin. Bis nachher. Viel Spass! So, ich habe die zweite Mission gestartet im Bleach Hauptquartier. Darauf, jetzt geht raus hier. Los geht's! Scanner geschafft. Eine angenehme Reise. Ich will das alle kommentieren noch. Wie es mir täuscht und so. Das Game und gebe Eindrücke darüber. Jetzt komme ich hier raus, hier, aus dem Hauptquartier raus. Öffne über die Handschellen die Karte, wenn du dich verirrst, Sam. Die Isolierstation sollte ins Auge fallen. Bist du nicht sicher, wie du hinkommst, kannst du Markierungen setzen und Wege zeichnen. Probier's aus, dann verstehst du, was ich meine. Aber da kommen dann so Hinweise, so. Man muss ausführen und so, Tipps und so. Wenn man R1 drückt, dann tut es alles scannen, so quasi. Dann tut es so Ziel markieren, manchmal anzeigen, wo man hin muss, in welche Richtung und so. Muss auch gleich schauen. Muss auch da vorne mal und lauern, nachher ganz viele. Seht ihr das auch hier nachher? Der Cursor oben, oder mit dem sagt. Ja. Bridge. Da kommt jetzt auch nicht rein, aber. Ja, das ist ein Angel, hä? Off Limits. Sollen wir es auch einen anderen Weg finden? Säckle mal, schon mal hier her, sind wir noch morgen dran, wisst ihr? Ein wenig Gas geben mal. Sam, hier ist ein freundlicher Deadman von nebenan. Schau auf deinen Kompass, um zu überprüfen, ob deine Marschrichtung stimmt. Aber Kompass, ne? Vorausgesetzt, dass du ein Ziel hast. Kompass L1, wir haben ziemlich am Anfang, gib mir noch. Viele kommt. Ja, genau, der müssen zum Stern. Jetzt ist klar. Wir beschleunigen das Ganze so. Hat ja nicht allzu viel Energie, aber man kann nicht gegensäckeln. Ja. Und hinten muss man so Sachen aufnehmen, auf den Rucksack. Da kann man auch Sachen packen, gehen und muss liefern und so. Von einem Ort zum anderen, ein Auftrag immer. So, jetzt geht es auch da vorne. Omni, hä? Blauen nachher. Im Central befand sich nicht nur das Bridges-Haku. Die Stadt war auch der Sitz der Wiederaufbaubewegung. Hätte die Präsidentin der Sozialbehandlung bedurft, wäre sie nicht fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. So, da wäre er vorne. Genau, jetzt kommt es gut. Jetzt weiss ich, wo er kommt. Manchmal ist nicht ganz einfach, aber die Stimmung kennt auch nicht so gut. Da muss man ein bisschen reinkommen. Aber das kommt ja schon gut, wisst ihr. Los geht's! Los von dran! Woo! Bridge! Isolierstation werden sitzen hier. Ich
gebe jetzt einfach mal euch einen Einblick in das Game, wie es so läuft und so. Es ist nicht ein sehr stundenlanges Gameplay, wenn ich jetzt zeige. Einfach mal Einblick geben, 10 Minuten, 5 Stunden höchstens. Und dann seht ihr so, wie es ist, das Game und so. Geben wir uns auch nicht dazu, ein bisschen mit euch, oder? Wir sind auf einem sehr guten Grafisch. Absolut top. Auf einem Top-Level ob es ein Spiel. Besser als alle anderen, die ich habe von der Qualität her. Alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Game. Gut. Ich kann es wirklich weiterempfehlen. Chef. Ist das PS4-Exklusiv-Game. Später kommt es eventuell noch für den PC raus. Oder auf Steam für den PC noch. Glaub ich schon. Verfügbar, ich habe es gelesen. Aber es ist also Konsole-exklusiv für PS4 und Pro natürlich. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Das ist jetzt eine Gerichtsmedizin, der ist auch noch vorgekommen, aber der hilft mir und so. Der kommt gleich wieder vor im Game. Vor ihrem Ende noch mal mit dir reden. In diesem roten Kittel innen. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Nein, ist sehr spannend gemacht. Man kann nichts sagen über das Game. Eigentlich. Ist mal etwas anderes, ein bisschen. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Ist von dem gleichen Entwickler, wo die Metal Gear Rio gemacht. So. Auftrag 2, Morphium-Lieferung, Isolierstation. Lieferung abgeschlossen. Frachtzustand weniger als 50% Schaden. Hä? Nicht schlecht, wie du gesehen. Hey, ist das einfach gesehen? Ist ja nicht gegangen so lauer. Das ist also nicht so schwierig gesehen. Verbindungsstufe, 2 Sterne von 5. Likes habe ich bekommen, 52. So. Weiter, hä? Wir haben uns immer alles anzeigen, wenn man es abgeschlossen hat. Etwas so. Bodenklasse. Frachtzustand eben. Schwierigkeit, Normalstufe, normal eingestellt. Distanz, die habe ich zurückgelegt. Also zu fließt. Jetzt hier Lieferung, Brückenlink, Frachtzustand, verschiedenes. Lieferungsvolumen und so fort und so weiter. He, gehen wir weiter. Jetzt kommt auch ein bisschen Zwischensequenz. Ich hoffe, es geht nicht zu lang, muss ich die abbrechen halt. Und manchmal sind sie sehr lange in diesem Game. Sie kommen sehr kinomässig über die Sequenzen. Ich meine, wir sind in einem Film. Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Bei Hartmann. Ich kann zuhören, was er halt spannend gemacht hat. Das geht nicht so mal in so eine Sequenz. Muss ich euch wohl nicht vorstellen. Das ist ja ein gefährlicher Keim, hat er aus der Maske. Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Die Hard, wie man so sagt. Zwei unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur. Aber sie erkennt dich ganz bestimmt. So viel von Club einfach zu, gehen mit mir gar nicht, oder? Ist ein Witz, oder? Gamen, schauen, oder gamen. Ich so gerne, so, dann kann man ein bisschen relaxen, so, wenn man sich zuschauen. Sam ist hier. Ja, hast du eindrücklich gemacht, muss ich schon sagen. Ich habe kein anderes Game gehabt, das eindrücklich überkommt. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Die Zeit vergeht wie im Flug in diesem Game. Komm, ist man ein bisschen dran, ist ein Sturm rumgefasst. Man vergisst sich fast in diesem Game, was der Mag ist. Jetzt habe ich eine Ferien, jetzt habe ich eine Zeit ein bisschen. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Geht auch nicht länger. Wir können noch ein bisschen mehr geben vorher. Ja. Schon 9 Minuten. Ich bin im Filmen da zu gehen schon. Für euch, hä? Machen wir bis zu einer Viertelstunde Maximum. Aber es ist viel zu lang am Schluss. Amelie. Mit Einleitung. Abspannen, so am Schluss, aber noch Schnur, oder? Du weißt, dass sie nach Westen. Schon
Sie hat 3 Jahre. Sie hat sich schon Stefan Zufall an der Haupt, wusste ich. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los. Hm? Sehr gymnastisch gemacht. Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Er ist behandelt, das Game, die Grafik. Hilf Amelie, sie braucht dich. Wir haben meinen Filmlauf irgendwie gibt. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden. Aber schon mal Nico, was sich abspielt. Er hat es zerstört, Dobbs. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Alles ist zerstört. Oh, allein haben wir keine Zukunft. Na, Amerika ist am Ende. Bridget. Und speziell ist die Tote und Rettung vermischt sie sich in diesem Game. Du bist ganz abstrakt. Oh, Achtung. Ich muss schauen, dass ich überlebe in diesem Game möglichst. Man kämpft, um zu überleben, eigentlich, diesem Game. Du willst mir also doch helfen. Nein, ich... Und helfen die anderen zum Team auch. Ja, es ist sehr emotional gemacht, zum Teil auch Gesichtsausdruck. Es ist extrem. Also Sam heisst die Hauptfigur, die man spielt. Das haben wir gestern gesagt vorhin. Ich dich warten. Hideo Kojima Production. Frau Präsidentin. Sehr ein bekanntes Game Studio. Wo die ganze Metal Gear arbeiten schaffen und jetzt etwas Neues gewagt haben, probieren, dem Death Stranding. Also ich finde es Hammer, ich finde es besser als die letzten Metal Gear Games eigentlich. Ich bin gar nicht so fancy eigentlich. Oh, jetzt wird es kritisch. Ich kann nicht gut einen Zusammenschnitt machen, von dem man vorkommt als... Oder wie bei vom Gang ein bisschen halt. Aber ich kann später mal den zweiten Teil und dritten Teil noch machen, das Game, wenn du es wünschst. Du kannst es auch schreiben in den Kommentaren, wenn du es weißt oder so. Oder liken, nachdem wir Like sind, dann mache ich mit den meisten. Ihr könnt mich abonnieren, natürlich, wenn es euch gefällt. Da bin ich gerne dankbar. Ich werde jetzt künftig mehr Videos machen über Games wieder. Und natürlich auch über andere Sachen, wie die Apple Watch am letzten. Es kommen laufend Videos neu, jetzt sind wir wieder. Ein bisschen mehr Flow wieder. Wie man so sagt, Neudeutsch. Das macht mir mega Spass wieder. Ich habe den Draht gefunden zu meinen Videos wieder, mit dem Kanal. Nach langer Pause. Ich habe mich letztes Jahr nicht so fit gefühlt, jetzt geht es mir besser. Seit langem trinke ich wieder einen Energy Drink wieder mal, oder? Jetzt geht es aufwärts. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin... Motivation kommt auch zurück für das Gang, wenn wir es packen, wir umso mehr. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht, klar? Aber jetzt sind wir über 13 Minuten zu gewöhnt, auf Dingen, und es ist einfach mega bombastisch, das Gang. Ohne die Leichen entsorgen. Ist auch sehr gross. Darum kümmern wir uns. Ich bin nicht sicher, wie viele Stunden es machen kann, aber extrem viel, glaube ich. Ich will sicher nicht überspringen und es selber auch mitbekommen, oder? Was live bist halt. Aber ich kann das sicher, also wie gesagt, zwei dritte Deal noch machen später, dass wir mehr Gameplay haben, halt, ja noch. Ist jetzt halt beides so. Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren, so wie sie es versucht hat. Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Ich bin zuerst noch ein skeptisch, ob das Game auch kaufen, aber jetzt ist es mega. Direktor. Zum Glück habe ich es gekauft, muss ich sagen. Die Entnahme von Organen ist sind lange wieder das Hammergang. Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und wahrscheinlich da.
Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehr. Aber GDs ist so mega Ding, so ein Gegner, so schwarze Monster. Sam, so Monster. Du bist bereits im Dienst. Ja, so schwarze Gegner. Noch ein Monster. Ich muss sagen, so. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Es ist ja Weihnachtszeit, jetzt kann ich ein paar Videos machen, jetzt kann ich rauslassen, mal wieder. So eine Zeitversetzung, so, oder in Bügeln bin ich auch weniger am Abend, halt, am Wochenende. Ich meine, schon mal ist es so drum gewesen, aber jetzt geht es gerade recht ab. Darf ich etwas sagen? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, verstanden. Wer ersetzt sie? Seht ihr, Amerikas Geschichte. Sam. Amerika ist noch nicht tot. Wer sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt? Sie mag verloren sein. Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam. Und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Alle, das ist schon krass, die Story zum Thema. Und die Menschheit nicht überleben. Recht eindrücklich gemacht ist schon. Ich wollte dich losschicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Puh. Ich liebe dich, Sam. Aber wie gesagt, die Zeit vergeht nicht flogen, so oben. Man geht einfach ein bisschen nach oben wieder. Das ist extrem, wie das oben geht. Zack, zack, oder? Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. So, jetzt geht es raus und wir bei heute hier. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Ja, jetzt war ich draußen hier. Ist ein bisschen lang gegangen. Länger als ich gemeint habe. Das ist immer so mit dem Game. Es geht nie kurz etwas. Das ist ja so. Was habe ich da geladen? Bringe die Leiche der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Sam, Auftrag Nummer 3. Edmund hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Benutze sie, um den Verbrennungsofen zu ordnen. Gehen wir mal die Ferne zu dem Verbrennungsofen. Handschellen Nutzung, Karten anzusehen. Optionsding, ne? Taste. Okay. Richtig hier. Verbrennungsofen. Ja, das ist hier in dem Fall. Da kann man hier Wegpunkt setzen, Markierung setzen, so Tag oder eigene Markierung an. Ah, jetzt gesetzt die 1374 Meter über einen Kilometer. So. Aber beim Leichenabtransport zählt jede Minute.
wird deine Leiche zu einem neuen GD. Ich kann es die Hölle heißen. Es geht auch wirklich schnell, Alter. Zinsdinger, hä? Wie das Gesetz vorhin? Ich muss auch nicht reinkommen, aber ich zeige später ein Video darüber noch einmal. Ich bin nicht mehr so besorgt. Ich muss auch noch ein bisschen üben. Ich bin schon 20 Minuten im Film, ich glaube, das ist gut. So. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich muss üben. Ich muss schnell pausieren. Und dann gebe ich den zweiten Einblick noch später. Dann. So, ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen in mein neues Game. In Death Stranding. Ein Hideo Kojima Game Production. Und ich werde sicher euch einen zweiten und dritten Einblick später noch geben, das Game. Wenn ich ein bisschen weiter bin, auch ein bisschen mehr Gameplay vor allem. Das war mehr zwischensequenzlastig. Liked mich doch liken oder abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich danke fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Let's Play Video auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss zusammen!